Ja, hallo Leute, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal ein Video machen. Guckt euch mal die Umgebung an, wo ich hier mich befinde. Hammergeiles Wasser. Ich befinde mich jetzt in Flensburg und möchte mal kurz eine Aufnahme starten. Zwecks Bisnet, Questra und auch nochmal Cryptrade Capital. Und ja, morgen ist es soweit. Morgen haben wir die Chance, mit Questra mehr zu erfahren. Dort die Live-Konferenz durchzuführen, die nicht auf Deutsch leider übertragen wird. Schade. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, ist es auch in anderen Sprachen möglich, das mitzubekommen, um was es rein theoretisch auch geht. Also letztendlich hoffe ich, dass wir doch im Thema Auszahlung zumindest was rausbekommen, und mehr wird wohl meines Erachtens nicht gehen. Belgien, Österreich, Schweiz, was da mit den Lizenzen ist, das wird morgen, denke ich mal, besprochen. Mit Deutschland kann ich mir nicht vorstellen, dass heute diesen Donnerstag letztendlich ja schon was fallen wird, da die GmbH-Beantragungen schon in Deutschland extremst lange dauern, und sei es drum. Also ich wollte ja auch eigentlich gar kein Video mehr machen zu Questa, aber ich werde immer gefragt, wie ist denn deine Einschätzung persönlich dazu? Und ich nehme es jetzt weiter auf, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war gestern bei Questa drin und ich habe leider keinen Nachweis. Ich bereue es, dass ich kein Foto gemacht habe. Definitiv war kurz das Backoffice von Questra anders dargestellt, komplett überarbeitet, und wie gesagt, legt sich nicht auf die Goldwaage letztendlich. Es sieht geiler aus, es ist toll, aber ob es so kommen wird und was es war, ich weiß es nicht. Man hat es innerhalb von 3 Minuten dann von der Fläche genommen. Man weiß es letztendlich nicht, ob das Backoffice ist, demnächst was kommt. Wenn das so kommt, dann ist es geil. Dann bewegen wir uns wirklich in einer Region bei Questra. Kann was Ordentliches werden, was kann was ordentlich, also ordentlich sind sie ja schon, was kann was richtig Gutes werden. Kommen wir zu Biznet. Biznet, absolut genial, seriös, meines Erachtens seriös. Und zwar geht es darum, ich muss mal jetzt hier gucken, wo ich hier hinlaufe, geht es ja letztendlich darum auch, dass gestern wieder bei Biznet auch eine Meldung rauskam, dass man dort nicht tradet, anhand eines Tages in Amerika, der dort stattgefunden hat, und als geiles Wasser, Entschuldigung, muss ich mal ganz kurz abschweifen. Da hat man keine Rendite bekommen an dem Tag. Aber das ist viel besser, als wenn man jetzt getradet hätte und man hätte ein Minus erwirtschaftet. Weil wenn man das natürlich über mehrere Wochen, Monate macht, dann kann man damit die Konten plätten der Anleger letztendlich, und dann kann man nicht mehr auszahlen. Und das ist einfach, das finde ich schon seriös. Das ist genial, was dort Biznet für Sicherheiten uns bietet. Wie gesagt, ich habe oft genug erwähnt, warum ich mich für Biznet entschieden habe und auch CrypTrade Capital. Ebenfalls für CrypTrade Capital immer noch Daumen hoch. Doch noch will ich noch eine Warnung rausbringen, das habe ich am Anfang des Videos nicht gesagt. Gestern wollte ich über CrypTrade zu ADV Cash Geld überweisen, also sprich von ADV zu CrypTrade so rum. Ich wollte nochmal meine Balance ein bisschen auffüllen, sprich meinen Kontostand, um eine höhere Rendite zu erhalten. Und ich wurde definitiv gehackt bei ADV. Ich gebe hiermit nochmal eine Warnung raus, überlegt genau, was ihr tut. Es geht darum, man kann sich ja bei CrypTrade anmelden, man kommt total normal in den Backoffice. Dann gibt man ja seinen Betrag ein, den man aufladen möchte von ADV. Und dann wird man ja nochmal gefragt, ob der Betrag gebucht werden soll. Ja, dann wird nochmal auf Ja gedrückt. Und letztendlich dann wird man weitergeleitet zu ADV Cash. So, was ist jetzt passiert? Jetzt kommt das Problem. Bei ADV Cash wurde ich weitergeleitet. Damit habe ich mich ganz normal angemeldet. Und dazu wird man ja auf den Betrag hingewiesen. Möchte man den Betrag einzahlen? Ja, den will ich einzahlen. Und jetzt kommt es. Und dann gab es ein Fenster. Das kam oben aufgeblockt, das Fenster. Und da wurde gefragt, möchten Sie die Zahlung fortfahren? Wenn ja, geben Sie den PIN ein. Und ich so, hä? ADV Cash hat niemals einen PIN, wenn ich was bezahlen soll.
Und aufgrund dessen habe ich das Ganze gelöscht, sprich gecancelt, und bin durch einen dummen Zufall in meine Mail, in meine E-Mails reingegangen. Und da wurde mir die Warnung rausgeschmissen auch, dass einer mit einer folgenden IP-Adresse, die möchte ich jetzt hier nicht nennen, da wird jetzt schon auch danach gehandelt. Ich habe das der Polizei gemeldet. Ob da was rauskommt, glaube ich nicht, aber das sei es drum letztendlich. Ne? Das ist Richtung Süden, das kann ich jetzt schon sagen. Und da kam raus, dass folgende IP-Adresse XYZ versucht hat, sich in meinen Account einzuhacken. Und wenn ja, wenn die Zahlungen, die sie aufgegeben haben, so richtig sind, möchte ich folgenden Code eingeben. Und das war für mich so, ich habe niemals einen Code eingegeben. Und warum soll ich jetzt einen Code eingeben für diese IP-Adresse? Und jetzt kommt's. Es war die Summe schon gebucht im Hintergrund für den Hacker. Und jetzt kommt es nochmal dazu mit einer folgenden E-Mail-Account für denjenigen. CryptTrade Capital 8.@gmail.de. Klasse. Da hat derjenige sich also schön eingeloggt bei mir. Jetzt sind wir dran, gerade ob bei CryptTrade Capital oder bei Adifocash. Wie gesagt, ich vermute XY. Ich darf es jetzt hier nicht sagen. Wir sind jetzt dran beim An und die Polizei ist informiert. Leute, wenn euch das passiert, ihr müsst ADV Cash informieren. Ich habe alle Daten geändert bei ADV Cash. Dieser Mensch war sofort wieder drin, erneut. Das heißt, er muss ja extrem weit schon drin sein bei mir. Auf der Plattform natürlich oder auf den Seiten vom Konto. Aber er hat keinen Zugriff letztendlich zu der Abbuchung. Und von da aus her bin ich noch ein bisschen ruhig. Ich habe ADV-Bilder darauf hingewiesen, sie kümmern sich jetzt drum. So wie CryptTrade Capital habe ich angeschrieben, sie möchten bitte mein Konto überprüfen, ob dort irgendein Vorfall ist. Und man muss gucken, die haben geschrieben, 24 Stunden brauchen sie Zeit dafür. Und die Zeit lasse ich ihnen. Letztendlich geht es hier um viel Geld, machen wir uns jetzt vor. Ich weiß nicht, was diese Scheiße soll, dass die Leute sich einhacken von anderen Leuten, die Kohle abzocken. Sollen sie ihre Kohle selber machen? Das regt mich tierisch einfach auf. So eine Typen, aber gut, okay, solange wie sie mich nur aufregen, ist es egal. Ich gebe denen aber nicht die Schuld, weil, wie gesagt, dazu habe ich auch schon mal ein Thema. Wenn ich denen die Schuld gebe, gebe ich denen die Macht und mich regt es einfach nur auf. Alles gut. Ich finde es eine Sauerei, nur sollen sie die Leute in Ruhe lassen. Dennoch wird mal das Problem bis Freitag gelöst sein, definitiv von ADV Cash. Das wurde mir so auch bestätigt, dass sie sich kümmern und ich finde, ADV macht dort einen ordentlichen Job. Jetzt müssen sie es nur noch bei Questra machen, dass sie dort dann letztendlich, wenn die Lizenzen raus sind, auch die folgenden Konten für die GmbH Deutschland und Polen, Kasachstan und Ukraine freigeben. Die müssen hier verifiziert werden. Man fängt an bei Null letztendlich und Was soll's? Also das muss verifiziert werden und dann können wir vielleicht die Auszahlung stattfinden lassen. Also ich habe ja ein Video gemacht, dass ich davon ausgehe, dass noch rot, also bei mir ist es rot mit Daumen runter, dazu stehe ich auch und da lasse ich mich gar nicht verrückt machen. Ich wurde ja angeschrieben und übelst beleidigt, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich habe eine Meinung, die lasse ich mir auf keinen Fall von irgendeinem Bleppo da draußen von mir unterdrücken. Das funktioniert nicht, das macht man nicht. Dass wir uns hier überhaupt erstmal beleidigen, das ist eine Frechheit eigentlich. Das ist dumm. Ja, wer diese News möchte von uns, der soll sich die Wiese angucken und wem das zu doof ist und zu hohl ist, was wir hier erzählen, oder meine Wenigkeit, ziehst du jetzt immer auf mich, dann soll das Video wegmachen und ein Dislike geben, da habe ich gar kein Problem mehr. Dann gibt er mir ein Dislike und nu. Aber wie gesagt, die Kommentare kann man ja lassen. Man hat denjenigen ein Dislike gegeben und gut ist. Aber sei es drum. Ich reg mich da nicht weiter drüber auf. Ist halt so, guckt euch mal das Wasser an. Das Wasser hier hinten im Hintergrund, die Natur gibt eine sogenannte Zufriedenheit, eine ruhige her. Und so sollten wir am Markt agieren, so sollten wir online agieren. Wir sollen uns nicht von Investment beeinflussen lassen, auch nicht verrückt machen, wenn ein Unternehmen mal nicht gibt oder eins wegbricht. Das ist wieder das Ganze zum Thema Risikomanagement minimieren, die Firmen aufteilen in mehreren Schichten, nicht wenn ich jetzt 20.000 habe in eine Firma rein oder in zwei, sondern lieber strukturieren in mehrere Firmen rein und wenn es die Firma noch nicht gibt, dann warte ich halt, aber wie gesagt, das macht mehr Sinn, das nennt man auch diversifizieren, will ich nur sagen, das ist ganz wichtig am Markt und wenn ihr das beherrscht, könnt ihr nur Plus machen letztendlich. Klar gibt es ein Unternehmen, da haben wir schon zigmal drüber geredet, es gibt Unternehmen, die brechen einfach mal weg.
Ja, ich muss noch mal hier einmal das Wasser zeigen in Flensburg hier. Wahnsinn. Das macht Freude hier. Ich mag Flensburg total. Bin hier mal zum Urlaub machen hierher gekommen. Und ja, wie gesagt, lasst euch nicht verrückt machen. Alles wird gut. Und wenn eine Firma wegbricht, dann ist es halt so. Da müssen wir mit umgehen können. Und die nächste Firma kommt und die, da fahren wir die Gewinner ein, die wir woanders verloren haben. Sei es drum. Leute, macht euch nicht verrückt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt mir ein Dislike. Ist halt so. Und wenn euch das Video gefallen hat, nochmal, dann abonniert den Kanal. Und ansonsten, Leute, macht's gut. Ich hoffe, das Video war ein bisschen informativ, wie meine Ansichten wieder sind. Das mehr soll es gar nicht sein eigentlich. Ich habe die Daumen immer noch weiterhin oben. Heute ist ja eigentlich das Mittwochs-Update, aber ich bin auf Urlaub, im Urlaub. Auf Urlaub ist auch ganz gut. Crypto Capital Grün weiterhin stark beworben von meiner Seite aus. Biznet ebenfalls stark beworben von meiner Seite aus. Und La Vida Nueva ebenfalls heute wieder meine Renditen bekommen. Hier klappt es einfach. 88% Return of Invest. Es geht jetzt langsam los, dass ich plus minus null bin und hier einen Gewinn fahren kann. Ich bin gleich am Anfang eingestiegen bei La Vida Nueva. Ich bin dankbar dafür. Und ja, Biznet habe ich ebenfalls gesagt, Daumen hoch. Ebenfalls machen die einen guten Job. Ja, was soll man noch sagen? Wenn ihr in diesen Unternehmen eigentlich investiert, ja, ihr müsst euer Risiko selbstbewusst sein. Das ist wichtig. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Verkauf- oder Kaufsgespräch. Das müsst ihr selbst alles entscheiden. Ihr haftet für eure eigene, für euer Vermögen. Ihr haftet für euer eigenes Handeln in den Plattformen. Kein anderer kann euch da für haftbar machen. Ja, oder wir können nicht haftbar gemacht werden für diese Sachen. Wir schreiben das Ganze einmal unter unseren Newsletter, unter unserem Update. Und einmal erwähnen wir es sogar im Video, damit sind wir rechtlich abgesichert und alles ist gut. Da wurde ich ja auch angeschrieben hier, ja, hier mit Rechtsschutzversicherungen sollten welche in Kraft treten und uns verklagen. Ja, Leute, macht's. Macht es so nu. Wir sind abgesichert. Wir erzählen jedes Mal, wir haften für keine Kapitalerträge, die ihr hier einzahlt, etc. Wir sind genauso eine Anleger wie ihr und wir verlieren genauso wie ihr. Also macht's gut. Wie gesagt, gefällt euch das Video, abonniert und gebt mir ein Like. Wenn es euch nicht gefällt, gebt mir ein Dislike. Alles gut. Macht's gut. Noch ein paar Tage Urlaub genießen hier auf Flensburg und dann geht's wieder nach Hause. Arbeiten, stark arbeiten. Bis Jahresende meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, erfüllen. Und dann bin ich auf einem guten Weg Richtung finanzielle Freiheit. Macht's gut auf meinem Channel. Ich wünsche euch was. Ciao.